bin ich schon wieder zurück. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge habe ich mir dann meine zwei Endertruhen hergestellt und jetzt gehen wir mal zurück nach Hause und rüsten uns ein. So, hier klingt das wieder nach vielen Spinnen und anderem Getier. So, also nochmal zur Erinnerung, ich möchte den Scrap automatisch in eine Endertruhe befüllen lassen von meinem Recycler aus. Und aus dieser Endertruhe zieht dann mein Mass Fabricator den Scrap raus. Und verwandelt den dann schön in UU Matter. Soweit zumindest mein Plan. Dann müssen wir mal schauen, ob wir denn das hinkriegen. Ja, doch, fliegen wir erst einmal Richtung Quarry. Oh, mein Jetpack ist leer. So ein Mist. Also Richtung Quarry. Oder erstmal nach Hause aufladen und dann Richtung Quarry, um dann das schon mal einzurichten. So, und wie gesagt, dann brauchen wir noch eine Stromquelle für meinen Mass Fabricator, denn der braucht ja so viel Strom, wie er kriegen kann. Und je mehr Strom er bekommt, umso schneller arbeitet er. Vielleicht stelle ich mir noch einen zweiten Endertank auf. Der eine liefert dann Strom für mein Haus generell und der andere liefert dann Strom für meinen Mass Fabricator. So, dann flitzen wir mal schnell auf die Charging Bench, auf das Charging Pad. Das haben wir hier hinten. Wie voll ist denn das eigentlich? Ah, okay. Und wie voll bin ich? Ich werde aufgeladen. So, hier gibt es auch noch ganz viele schöne Sachen, die man da reinlegen kann. Habe ich nur auch keine Idee, was da reinkäme. So, wollen wir mal eben gucken. Haben wir hier noch was drin, was wir brauchen könnten? Transportpipes, die habe ich soweit. Nee, ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal nichts drin, was wir gebrauchen können. So, wie sieht's aus? Jetpack ist fertig. Gut, dann geht's rüber Richtung Quarry. Der steht hier hinten. So, und wie gesagt, mein Haus muss ich auch mal fertig machen. Damit dann auch meine Müscraft Welt entstehen kann. Also die Müscraft-Welt, die kann ja auch so entstehen, aber damit die ganzen Sachen ihren Platz finden. So. Also. Oha. Oha. Oh, ich habe eine ganze Menge Marmor gefunden. Das ist ja toll. Das ist jetzt nicht so beabsichtigt gewesen, dass die so voll wird. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir stellen am besten, also wir müssen das hier ein bisschen ausbauen. Wo ist denn meine Spitzhacke hier? Gut. Dann erweitern wir das mal. Cobblestone hier. Was war denn hier? Erde. Erde geht nach blau, aber Erde geht doch auch jetzt mittlerweile hier rein, ne? Richtig, dann lassen wir das mal raus. Oh. Und bauen wir das mal um. Also. Meine ganze schöne Erde. Erde weg. Komm, wie machen wir das denn? Können wir, wenn wir den jetzt hier hinstellen? Ja. Dann
ist das ja nicht zwangsläufig gesagt, dass das alles hier reingeht. Das könnte ja auch, ja, ihr seht's, auch woanders hin. So, dafür müssen wir mal ein bisschen... alles wegstellen. Ja, und so leid es mir tut, das muss auch weg. Und nur finde ich jetzt wahrscheinlich nie wieder meine Truhe. Die bräuchte ich nämlich. Da ist sie. Die stellen wir dann mal hier hin. Ja, und hier kommt dann alles rein, was wir jetzt gerade erstmal nicht benötigen. Also erstmal alles, was hier rumliegt. Ja. Ah, Moment. So geht's auch schneller. Ich habe ja gelernt. So, dann nehmen wir uns aber mal den Scrap hier raus. Und packen den schon mal hier in die Truhe. So. Und hier kommt dann auch mal der andere Kram rein. Ja, alles umständlich, aber... Na gut, jetzt haben wir das doch hingekriegt, so wie wir wollten. Und was haben wir jetzt hier für ein... das ist ein eisernes Transportrohr, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir uns aber wieder unsere Sachen da raus, die wir hier nicht drin haben wollen. Oh, es ist voll. So, das raus, das, das, das und das. Und, na gut, dann kann das erstmal da drin bleiben. Aber wieso kommt denn hier? Ach ja, jetzt müssen wir das noch eben fertig machen. Wo haben wir denn die Röhren? Da, Cobblestone Transport Pipe. Na, komm schon, trau dich. Da ist eine. So. Dann kommt alles hier rein. Na. Irgendwie habe ich jetzt hier blöde Anzeigefehler. Dann machen wir die wieder weg. Gut. So, was haben wir hier? Der Recycler. Ja gut, das ist klar. Das geht dann in die Endertruhe. Okay. So, hier drüben laufen jetzt die Sachen ordnungsgemäß rein. Das ist gut. So soll das auch sein. Wunderbar. Und hier kommt dann mein Scrap hin. Aber bevor das jetzt zu voll wird hier... Oh, Moment. Das war falsch. Legen wir dich erstmal hier rein. Ich muss ja jetzt erstmal meinen... Mass Fabricator noch bauen und der braucht ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, bis der dann arbeitet. Gut. Und hier die ganze Erde. Tja, das müsste auch noch in einen Recycler. So, das Schwert nehmen wir auch mit. Haben wir keinen Platz mehr für. Ach, Leben lassen wir da. Schwert nehmen wir mit. Gut, wir gehen einmal zurück. Das läuft jetzt hier. Und dann habe ich denn jetzt noch meine Endertruhe. Genau, da haben wir die dabei. Und dann gehen wir wieder nach Hause und richten uns dann unten schon mal das ein, was wir brauchen. Und zwar geschieht das Ganze im Keller. Wie bereits erwähnt. So, dann. Ah, und wieder zugemacht. Tja. Aber irgendwie läuft das jetzt wieder unrund. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, wo stellen wir das denn mal hin?
Ja, wir gucken einfach mal, wenn wir das hier hinten reinstellen mit. Ich denke, das würde passen. Also, hier kommt dann das und das. Also, warte mal. Hier wird dann alles rein transportiert. Das bedeutet, hier kommt dann wieder so eine hölzerne... Ah, nee, gar nicht wahr. Das muss ja, glaube ich, von oben muss das rausgeholt werden aus dem Mass Fabricator. Genau. Dann haben wir hier den Mass Fabricator stehen. Ja, und das geht dann von unten rein. Dann bedeutet das, hier könnte in etwa... Ja, dann hauen wir hier das mal weg. Und das. Und das. So, also... Meine Endertruhe, also wohl, Moment, hier kommt erstmal die hölzerne Transportrohr hin, dann so und so. Okay, mein Mass Fabricator kommt jetzt hier drauf, die Endertruhe hier drauf. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch einen Redstone-Motor, der dann alles da raus transportiert. Das machen wir dann auch schon mal frei. So, das kommt dann hier hin. Okay, so, und der, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Strom. Ach, wir räumen mal alles leer hier unten. So. Angenehmer Nebeneffekt, wir finden ein bisschen Kupfer. So, aber danach haben wir jetzt ja nicht gesucht. So, mein mein Mass Fabricator steht ja hier. Dann kommt das mal weg. Bedeutet, hier kommt dann die Stromleitung hoch. Hier hin. Dann könnte hier, hier und hier ein Geothermalgenerator stehen. Hier steht meine Lavapumpe und hier geht das dann hoch. Ja. So in etwa wird's dann gemacht. Dann gehe ich aber mal hier hoch wieder. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir uns alles soweit bauen können. Was wir denn da so brauchen. Also wir brauchen... eine ganze Menge Sachen. Geothermalgeneratoren brauchen wir zum einen. Aber auch den Endertank wieder. Gut. Wir packen gerade mal das Zinnerz hier rein. Da können wir jetzt gerade nichts mit anfangen. Das kommt mal weg. Das und das und das und das kommt da noch hin. Gut. Also lass uns doch mal eben gucken. Wir brauchen Geothermal, nein, keine Geothermalen. Wir brauchen geothermale Generatoren. Und zwar brauchen wir dafür wieder eine Menge Refined Eisen. So, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall Refined Eisen. Links und rechts. 1, 2, 3. Und das brauchen wir auch noch. Moment, wo haben wir denn? Hier haben wir doch den. Komm, machen wir da mal ein bisschen mehr draus. Brauchen wir sicherlich später irgendwann nochmal wieder. So, aber dafür brauchen wir halt auch erstmal Generatoren und dafür brauchen wir einen Eisenofen. Habe ich denn Steine dabei? Cobblestone habe ich dabei. So, dann machen wir uns da einen Eisenofen draus.
Nein? Okay, das reicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Aus dem Eisenofen. Brauchen wir Refined Eisen und Batterien brauchen wir wieder. Hatte ich denn noch Batterien? Nee, habe ich nicht. Dann wollen wir uns doch mal ein paar Batterien zaubern. Aber Kupfer hatte ich doch bestimmt irgendwo. Richtig, hier haben wir noch Kupfer. Und Gummi hatte ich doch auch noch da. Rubber. So, dann haben wir schon mal 6 Stück davon. Ach, guck mal, hier hatte ich auch noch welche drin. Ja gut, macht ja nichts. So, und wie immer kein Platz in der Tasche. Aber das kommt ja noch. Irgendwann. Meine Leitungen waren hier. Dann brauchen wir... Ich brauche ja auch eigentlich nur 3 Stück. Ah, lass noch mal drin. Und ich brauche aber Zinn. Silber, da ist Zinn. Eins, zwei, drei. Gut, warte mal, wir brauchten die Batterien, dann brauchen wir Refined Eisen. Und wie immer kein Platz. So, komm. Also, wir haben den Eisenofen. Dann kommen die Generatoren dahin und das und eins, zwei. Ah, Refined Eisen. Moment, hier. Eins, zwei, drei. So, Generatoren, die kommen dann hier unten hin. Dann brauchen wir Glas und leere Zellen. Da haben wir erstmal leere Zellen, das ist ja schon mal wichtig. So, und dann brauchen wir nur noch das Glas. Hier, okay. Das sollte doch jetzt genügen. So, 3 Geothermalgeneratoren, perfekt. Dann stellen wir uns die mal mit auf. Aber wollen wir uns noch mal ein paar Kabel mitnehmen? Ach nee, komm, wir machen das erstmal. Wir machen uns dann ein Goldkabel draus. So, erstmal kommen die Geothermalgeneratoren darunter. So, und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oh, irgendwer will rein. Eins, zwei und drei. Gut, hier kommt dann das Lava-Gedöns hin und hier kommt dann der Strom hoch. Ja. So ist es geplant. Habe ich hier jetzt Monster draußen stehen gehabt? Nee, ne? Nee. Na gut, aber das machen wir uns dann beim nächsten Mal. Mit Kupferkabeln wollten wir das ja nicht machen. Wir wollten uns dann genau diesen Mass Fabricator herstellen. Ja. Und wie gesagt, das dann beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Bis dahin dann. Tschüss.